Alpen. Sehnsuchtsort und steingewordene Ewigkeit. Von wegen. Die Berge verlieren ihren Halt. Felsen bröckeln, Steinschläge donnern ins Tal, die Lawinengefahr steigt. Das stützende Eis fehlt, da sich die Gletscher immer weiter zurückziehen. Eislawinen drohen und mächtige Risse breiten sich aus. Hält der Rückgang an, wären sogar gewaltige Flutwellen denkbar. Bereits heute wird das Wasser im Tal knapp. Gletscher sind auch die größten Süßwasserspeicher der Welt. Für viele Pflanzen heißt das Umziehen. Die Vegetationsgrenze verschiebt sich immer weiter nach oben. Die Alpen leiden besonders unter dem Klimawandel. Hier ist eben alles ein bisschen anders als im Tal. Auch das Wetter. Wettermann Sven Plöger war unterwegs in den Bergen. Er hat das Fernsehstudio gegen den Fels getauscht und sich einen etwas anderen Überblick verschafft. Ja, und mit ihm wollen wir heute mal wieder übers Wetter reden. Herzlich willkommen, Sven Plöger, schön, dass du da bist. Hallo Birgit, hallo Dennis. Moin, du warst ja jetzt gerade unterwegs wieder für so eine zweiteilige Dokumentation für den SWR zum Thema Wetter, diesmal in den Alpen. Ja. Und bist aber auch privat ein großer Fan der Berge. Was macht denn für dich der Reiz der Berge aus? Also erstens, wenn man sie sieht, sieht man diese unheimliche Größe, diese Weite. Täler, drüber schauen, Höhe. Und dann wieder die Enge der Täler, diese Größe der Berge. Also mich fasziniert es. Ich wandere unheimlich gern in den Bergen. Ich bin über die Jahre ein bisschen langsamer geworden, aber ich wandere gerne in den Bergen. Ich bin ja Gleitschirmflieger, wie ich auch bei euch schon mal habe erzählen dürfen und es jetzt auch gern wieder tue. Es macht Spaß, es ist toll, es hat was Beruhigendes. Und ich liebe auch das Skifahren. Also die Berge sind für mich sehr gut. Bist du da denn so richtig lang auf mehrtägigen Bergtouren unterwegs oder machst du nur mal einmal den Hausberg rauf und dann wieder runter? Ja, ja gut, also manchmal aus Zeitgründen, wir kennen das alle, kommt es mal zu dieser Hausberg-Wiederholungsgeschichte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder versuche oder dass wir versuchen, meine Frau und ich, aber auch häufiger mit Freunden zusammen, dass wir dann mal so 2-3 Tage versuchen und dann wirklich mit Übernachtung und sowas machen oben. Ist leider seltener geworden, als es früher mal war, aber es ist total faszinierend. Du bist auf einer Hütte, da kommt manchmal auch eine echt gute Stimmung auf. Weil ja doch auch Gleichgesinnte mit dir unterwegs sind. Und es gibt immer echt gutes Essen. Ja, das wissen wir zu schätzen. Definitiv. Auf jeden Fall, wir beide, du siehst so schlank aus, Birgit. Na, deswegen für mich ist es da immer ein bisschen schwierig, weil da gibt es meistens irgendwie Fleisch zu essen. Und, du kannst mal ganz also vegetarisch ist schwierig. Käse-Spezialität, da kannst du in der Schweiz essen, das ist super. Also da kannst du alles machen. Jetzt müssen wir dich wieder untertiteln, hör auf damit. So, dann lasse ich das. Also, du bist auf jeden Fall an sehr attraktiven Orten unterwegs, wenn du das Alpenwetter auch erklärst, wie zum Beispiel direkt in der Eiger Nordwand. In dieser Zeitraffereinstellung sieht man wunderschön, dass die Berge wie eine Mauer in der Zugrichtung der Wolken stehen und sie stauen. Vor allem in der Nordwand ist das Wolkenspiel dramatisch. Im Zeitraffer sieht es so aus, als würde Dampf aus der Wand schießen. Der Grund? Die Nordwand bekommt kaum Sonne. Dort ist es deutlich kälter als in den anderen Flanken oder an ihrem Fuß. Wie sich die Nordwand deshalb ihr ganz eigenes Wetter macht, das wird mir Beat Hofer zeigen. Beat ist Bergführer und organisiert Touren zum sogenannten Stollenloch, eine Öffnung mitten in der Wand. Der Eiger ist knapp 4000 Meter hoch, allein 1800 Höhenmeter bilden die fast senkrechte Nordwand, eine der größten Herausforderungen für Bergsteiger in den Alpen. Wow! Jetzt sind wir in der Nordwand, gell? Und die empfängt mich standesgemäß mit Graupel, Hagel und strömendem Regen. Jetzt sind wir hier unmittelbar aus der Tür rausgekommen und just in diesem Moment geht das los. Man sieht hier Hagelschauer, kleine Hagelfeld. Und das ist eben das Typische. Unten jetzt in Grindelwald, Sonnenschein, schönes Wetter. Das sind die wirklich großen Unterschiede hier in den Bergen. Das Stollenloch ist ein historischer Ort. Wenige Meter von uns entfernt starb 1936 Toni Kurz, weil die Retter einfach nicht an ihn herankamen. Als ein Steinschlag ihn und seine Kameraden zum Rückzug zwang, war nach einem plötzlichen Kaltlufteinbruch die Wand vereist, mitten im Juli. Wie häufig habt ihr das im Juli hier wirklich richtige eisige Winterverhältnisse? Das kann jedes Jahr vorkommen, ja.
Letztes Jahr hatten wir einen sehr warmen Sommer, da ist es nie vorgekommen. Ja. Ein anderes Jahr gibt es vielleicht zweimal, dass das wirklich richtig reinschneit. Das kann man nicht sagen, wie fleißig. Und während wir sprechen, zieht es schon wieder zu. Die nächste Wolkenfront ist im Anzug und wird von der kalten Eigerwand heruntergekühlt. Ja, Schnee und Eis in der Wand und das mitten im Sommer. Das ist einer der Gründe, warum sich so viele Bergsteigerdramen in der Eiger-Nordwand abgespielt haben und abspielen wahrscheinlich auch noch. Im Film wurde ja das Schicksal von Toni Kurz angesprochen. Kurz, ja. Ja, er und drei weitere Bergsteiger, die wurden ja da im Juli 36 auch von so einer Kaltfront, von so einem Wettersturz überrascht. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie es eigentlich zu so einem Wettersturz kommt. Also das, um das gerade einmal noch zu sagen, weil wir da ja so schön rausgekommen sind aus diesem Loch da. Man sieht, wenn du da raustrittst, ja diese unheimliche Größe dieser Eiger-Nordwand. Du guckst runter ins Senkrechte, du guckst rauf ins Senkrechte und stellst dir ja dann automatisch vor. Ich meine, ich bin ja, wie man sah, mit dem Zug dahin gefahren, habe dann da gestanden. Es war übrigens sehr lustig, in Anführungszeichen, dieser Hagelschauer, den kann man nicht planen. Wochen vorher. Also der kam dann einfach so Hagel, Schrägstrich, Graupel war so ein bisschen auf der Grenze. Das heißt, du bist unglaublich beeindruckt und versetzt dich dann relativ schnell in die Lage dieser Bergsteiger, weil du dir überlegst, boah, welche Psyche muss man hier haben, um hier zu stehen. So, und jetzt kommt man in eine Situation, wo es zu einem Wettersturz kommt. Man muss sich überlegen, man ist ja hier in Höhenlagen um die 2, nachher mehr 1000 Meter, es geht ja dann deutlich über die 2. Und dann kann es auch im Juli passieren, dass innerhalb kürzester Zeit, wenn ein Tief kommt, eine Kaltfront durchzieht und die Luftmasse wechselt, in den höheren Lagen der Alpen du sofort im Winterbereich bist. Und dann kann es eben unter die Null sinken. Du hast vorher schönes Wetter. Du hast dann den Windrichtungssprung von, sagen wir mal, Südwest auf Nordwest bis Nord. Typisch Durchzug einer Kaltfront. Und an der Stelle gehen die Temperaturen dann eben unter die Null. Du stehst auch schlagartig in den Wolken. Also das ist kein Übergang, wie wir es im Flachland kennen, wo da hinten kommen, sondern ziehen die Wolken über dich. Sondern du bist einfach schlagartig drin. Du hast keine Orientierung mehr. Du hast die sinkenden Temperaturen. Du hast natürlich, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit vom Kurz, dass tatsächlich die ja auch eine ganz andere Ausrüstung hatten als heute. Nicht? Das zog sich alles voll. Vieles war Baumwolle. Das heißt, die Hände kühlten aus und wenn man dann klettern muss, also du bist sofort in einer Belastungsgrenze und dann kam bei denen ja auch noch Steinschlag hinzu. Wenn du überhaupt unterwegs bist, um eine Dokumentation übers Wetter zu drehen, kann man da überhaupt irgendwas planen? Weil, also gut, man wird sich wahrscheinlich die eigene Wettervorhersage dann vorher angucken. Ja. Aber grundsätzlich ist doch Wetter auch ein Stück weit unberechenbar, ja. Gerade in den Alpen. Ja. Wie macht man denn dann sowas? Also das war auch wirklich unsere Idee. Wir haben uns vorher schon gesagt, wir müssen ja irgendwie eine Reise planen. Es ist ja eine Logistik, man muss ja das Kamerateam dahin schaffen, man muss selber dahin gehen, man muss eine Idee haben, man muss ja eine Zeitplanung machen. Man kann nicht einfach morgens sich anrufen, auch komm, fahren wir mal in die Alpen und trommeln wir mal Leute zusammen. Das geht nicht. Also haben wir gesagt, wir nehmen bei diesen ganzen Dokumentationen, wo es ums Wetter ging, jedes Wetter, was es gibt. Und das ist dann einfach so und das schildern wir und dann haben wir entweder das Glück, dass es genauso kommt, wie es genial ist. Das war eben hier dieser kleine Hagel, Schrägstrich Graupel. Das hätte auch was anderes sein können, wenn es jetzt absolut sonnig gewesen wäre. Ja gut, dann hätte ich erzählt, wie toll und sonnig und wie fein das ist, aber es kann ganz anders. Da muss man möglicherweise mal ein Archivbild dem gegenüberstellen. Also hat quasi das Wetter, auf das ihr gestoßen seid, hat euer Programm gemacht. Ja. Punkt. Aber wir hatten tatsächlich, genau. Und dann bist du auch spontan. Das macht unheimlichen Spaß, also so eine Moderation. Du hast ja ein Drehbuch, du hast ja eine Idee mit einer Dokumentation. Aber du weichst davon natürlich ab, weil du dann plötzlich, also du kriegst ja was auf dem Präsentierteller, ne, und sagst, boah, du musst, das nehmen wir jetzt. Du musst immer total kreativ sein, oder? Ja, also immer aus dem Moment heraus und weil du ja durch das Wetter immer deinen Themenbereich vorgegeben hast, also du weichst ja dann nicht völlig irre ab und verlierst jeden roten Faden, sondern du behältst das Wetter als Kernthema und dann kannst du mit jeder Wetterlage, die kommt, eine Linie finden und das macht Spaß, das ist spontan, das ändert dann im Nachklapp auch ab und zu den Film, weil man plötzlich ganz starke Bilder hat schaffen können. Und es ist sicherlich auch ein schönes Gegengewicht zu dem Job im Studio, da du ja sonst viel im Studio rumhängst. Absolut, die normale rumhängen, die sind sehr gut aus. Ja. Aber das ist tatsächlich Wetterberichte, auch die hätte ich ja sehr gern draußen. Nicht? Nur an einem normalen Tag habe ich 10 verschiedene Wetterberichte und die passieren im Studio und da bleibt meine Frisur dann trocken. Das war auch schön. Auf jeden Fall ist ein typisches Wetterereignis, das man ja mit den Alpen verbindet, der Schnee.
Und von dem gab es Anfang 2019 wirklich genug. Für diese Österreich-Urlauber sind die Schneemassen ein großer Spaß. Das Video vom schneebeladenen Auto verbreitet sich über die sozialen Netzwerke millionenfach im Internet. Doch die meisten fragen sich besorgt, hört es denn gar nicht mehr auf zu schneien? Anfang 2019 steckt der Alpenraum im Winterchaos. Ohne Schneeketten geht vielerorts nichts mehr. Die Neuschneemengen bewegen sich im Rekordbereich. In Ruhpolding-Seehaus in den Chiemgauer Alpen fielen in den ersten beiden Januarwochen beeindruckender 436,7 Liter pro Quadratmeter. Zahlreiche Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Gebirgsstraßen, wie hier in Österreich, sind gesperrt. Zu groß ist die Lawinengefahr. Der Schnee ohne Ende sorgt für Chaos, Unfälle und Tote. Ja, stark. Wie kam es denn zu diesem Schneechaos? Erklär uns mal ganz kurz in einfachen Worten die Wetterlage. Es war eine Wetterlage, wo ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik mit hoher Geschwindigkeit nach Mitteleuropa zog. Und dann ist es genau bis Polen vorangekommen und da blieb es stehen. Das ist etwas, was wir jetzt sowieso immer wieder beobachten, stehenbleibende Hochs und Tiefs. Und wenn das Tief über Polen steht, Tiefdruckgebiete, die drehen sich auf der Nordhalbkugel immer gegen den Uhrzeigersinn. Ne? Also das heißt immer diese Drehrichtung, das ist die Corioliskraft, ist verantwortlich. Das ist übrigens, weil ich das gut kann, durfte ich ins Fernsehen. Das war bei mir der Grund. Das machst du wirklich wie kein anderer. Das war kein optischer Grund. So, und wenn dann dauerhaft aus Norden gegen die Alpen, wenn das Tief über Polen liegt, hast du bei der Drehrichtung natürlich eine Nordströmung gegen die Alpen. Und die ging tagelang. Und dadurch war das so extrem, weil wir hatten Anfang Januar 2019 praktisch überhaupt keinen Schnee nördlich, also nördlich des Hauptkamms. Das war also schon extrem. Und dann kamen diese Massen innerhalb von 7 bis 10 Tagen, ging es von kein Schnee auf neue Rekorde. Ja. Und das war eben das Bemerkenswerte an dem Schneefall. Ja. Die Leute kennen viel Schnee, aber in dieser Geschwindigkeit gekommen, das war das Ungewöhnliche an der Lage, weil das tief stehen blieb. Du hast ja schon oft in deinen Vorhersagen gesagt, durch den Klimawandel wird es immer mehr extreme Wetterlagen in Zukunft geben. Also dazu gehört auch extremer Schnee? Absolut, ja. Das klingt ja erstmal widersprüchlich, weil man sagt, Erwärmung, da gibt es weniger Schnee. Ja. In den höheren Lagen allerdings, wo es dann immer noch Schnee bleibt, also man kann sich vorstellen, in den tieferen Lagen wird es immer seltener Schnee geben. Aber irgendwann bin ich natürlich in dem Bereich, wo dann die Frage gestellt wird, ist es jetzt -5 oder -3? Durch eine Erwärmung. Und dann bleibt es natürlich in beiden Fällen Schnee. So, und an den Stellen kann dann durch dieses Stoppen der Hochs und Tiefs, was maßgeblich mit dem arktischen Eis zu tun hat, weil wenn sich das mehr und mehr zurückzieht, erwärmen sich die polaren Regionen übermäßig. Und wenn sie das tun, nimmt der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol ab. Und wenn er abnimmt, braucht es weniger Ausgleichsbewegung im Mittel. Und der wird dargestellt durch diesen berühmten Jetstream in der Höhe. Und an dem Jetstream orientieren sich die Hochs und Tiefs am Boden. Und wenn der Jetstream schwächer ist, dann fahren die Hochs und Tiefs auch langsamer. Oder bleiben eben lange stehen. Und das ist die Beobachtung, die wir jetzt bei dem Tief auch hatten und was für diese stark Schneefälle gesorgt. Was für typische Wetterlagen gibt es denn noch in den Alpen? Ja, es gibt natürlich haufenweise Sachen. Also das, was sicher mal ganz von Bedeutung ist, das haben wir jetzt durchgenommen, das sind die Stauwetterlagen. Und dann gibt's durchgenommen. Das, durchgenommen, ne? Ich musste gerade selber lachen. Das klingt so voll schön. Nein, du erzählst toll. Du wirkst wenn wie ich so Lehrer gehabt ja, hätte wie genau, dich. Genau, du wirkst aber, wie der Schüler jetzt ja, hier gerade. Durchgenommen. Aber schön, dass du das so... Ja, also, wir nehmen jetzt noch eine Art durch. Und das ist nämlich der Föhn. Das ist genau das Gegenteil. Das ist nämlich dann auf der Lee-Seite, wenn du dir dieses hier als Berg vorstellst, jetzt strömt die Luft hier rauf und auf der Gegenseite wieder runter. Auf der Lee-Seite, auf der windabgewandten Seite, da haben wir dann sehr gute Sichtverhältnisse, hohe Temperaturen, die eigentlich aus der Höhe des Berges generiert werden und nicht aus der Luftmasse per se. Und das ist eine wichtige Lage. Ich glaube, das kannst du uns noch mal an der Tafel erklären. Weil wir haben da einen super Film zu. Sehr gut. Nee, wirklich. Wir haben, habt ihr einen? Ja, erklär es noch mal, ja? Wie dieser Föhn entsteht. Soll ich da mal hingehen? Ja, bitte. Gut. Okay. Also da sieht man total gute Sache. Sicht. München, ganz klare Sicht auf die Alpen, weil die Luft sehr trocken ist. Und wenn wir jetzt in die Alpen reingehen, jetzt hast du hier die Luftseite. Also die Luft drückt gegen die Berge, sie steigt auf, kondensiert, es bildet sich eine Wolke, es regnet. Und weil ganz viel Feuchtigkeit jetzt auf dieser Seite hängen bleibt, ist die Luft hier trockener, sinkt auf der anderen Seite ab. Aber trockene Luft erwärmt sich rascher, als sich feuchte abkühlt. Also haben wir hier einen Wärmegewinn. Das war der Südföhn und jetzt passiert das ganze
nordteilig, also in der anderen Richtung. Das heißt dann Nordföhn. Und es ist ja völlig egal, aus welcher Richtung das kommt. Hier im Original, viele Wolken stauen sich an den Alpen, andere Seite ist frei und plötzlich hört die Föhnlage auf. Dieses ganze Gewölk zieht sich zurück und beim Nordföhn ist eben die Südseite, das war gerade noch Venedig, ist die Südseite quasi direkt an den Alpen dran. Mhm. Also Föhn gestaltet optisch und auch für viele Menschen fühlbar das Alpenwetter völlig um. Also gibt es grundsätzlich an jedem Gebirge Föhn? Ja, wenn es breit genug ist. Also der Begriff Föhn ist in den Alpen tatsächlich entstanden. Jetzt kann man aber jedes Gebirge im Grunde genommen nehmen, was lang ist, wo die Luftmasse dann drüber muss. Wenn man nur einen einzelnen Berg wieder hat, dann würde die Luft gerne drumherum strömen. Dann ist der Effekt nicht so. Aber wenn es eine lange Kette ist, muss die Luft ja, sie kann nicht durch, muss drüber und dann hast du diesen Effekt. Also immer Luv und Le. Okay. Zugewandte und abgewandte Seite eigentlich. Luv und Le kenne ich so vom Segeln. Ne? Das ist aber ein Begriff, den man auch in der Bergwelt benutzt. Grundsätzlich ist immer gleich. Also Luv ist immer die windzugewandte Seite und die Le-Seite ist die windabgewandte Seite. Das gilt für alles, was man dem Wind sozusagen in den Weg stellt. Sag mir mal eins, wie würde denn grundsätzlich unser Wetter aussehen, gäbe es die Alpen nicht? Ja, das ist ein guter Gedanke. Wir würden ein bisschen vergleichbarer werden mit den USA. Die haben auch kein querstehendes Gebirge, weil das querstehende Gebirge durch den Föhneffekt passt Temperaturen aneinander an. Also nur noch mal, wenn die Alpen da sind und du hast Nordföhn, dann kommt zwar kalte Luft aus Norden, aber durch den Föhneffekt auf dem Weg nach Süden wärmt sie sich drastisch auf. Würde das jetzt nicht passieren, weil die Alpen nicht da wären, könnte diese kalte Luft immer weiter nach Süden in den Mittelmeerraum laufen und würde dann natürlich irgendwann auf die warmen Luftmassen aus dem Mittelmeerraum prallen. Das heißt, die Gegensätze bei den Temperaturen wären ohne Alpen bei uns hier in Mitteleuropa viel, viel krasser noch, als sie so sind. Und Gegensätze führen immer zu wildem Wetter. Also sehr große Temperaturunterschiede, entweder heiße Luft vom Mittelmeerraum ungebremst einfach nach Norden geschossen, bis über die Nordsee raus, Dänemark raus oder eben der umgekehrte Weg mit Kaltluft, führt zu einem Aneinanderstoßen dieser Luftmassen. Schwere Gewitter. Wir hätten wahrscheinlich deutlich mehr Tornados noch. Also wir haben ja in Deutschland Tornados, jedes Jahr so 40 bis 60. Also das ist auch ganz üblich. Aber wir hätten dann noch mehr, wir hätten dann noch kräftigere. Wir hätten vielleicht eine Tornado-Alley wie in den USA, wo man ja noch mehr von diesem Thema hört. Das heißt, die Kontraste werden größer. Ja. Mhm. Sind wir froh, dass es die Alpen gibt. Ja. Und wo du uns schon jetzt gerade so schön über Wind-Dinge erklärt hast, es gibt auch eine Sendung von Sven, Daher weht der Wind. Können wir ihn ganz gut ans Herz legen. Der war nämlich schon mal bei uns, der junge Mann, und hat darüber ordentlich erzählt. Wir verlinken Ihnen das alles auf unserem Online-Angebot planet-wissen.de. Seit Jahren ist die Gletscherschmelze in den Alpen ein großes Problem. Und da wird nämlich das Gletscherschmelzwasser zur großen Gefahr. Und Sven, du hast dir das ja auch mal vor Ort angeschaut und wir können jetzt mal mitgucken. Das Phänomen heißt Poche d'eau, zu Deutsch Wassertasche. Und hier im Mont Blanc-Massiv ist diese Gefahr besonders groß. Eine Stelle, an der man gut erklären kann, was da vor sich geht, liegt mitten im Gletscher. Ich treffe dort den Gletscherforscher Luc Moreau. Bergführer Sylvain führt uns durch das Gelände. Where is the water going to? Well, this melt river. Luc erklärt mir, wie solche Wassertaschen entstehen und warum das Problem in den letzten Jahren immer größer wurde. Das Schmelzwasser, das auf der Oberfläche eines Gletschers entsteht, fließt in tausende Spalten des Eisriesen. Da die Temperaturen im Inneren eines Gletschers in unseren Breiten nur leicht unter dem Gefrierpunkt liegen, bleibt das einströmende Wasser flüssig und gefriert nicht mehr zu Eis. Im Bauch des Gletschers entsteht eine Wassertasche, die hin und wieder durchaus die Größe eines Stausees erreichen kann. Problematisch wird es dann, wenn der Wasserdruck einer solchen Wassertasche so groß wird, dass es die Gletscherdecke wegsprengt. Mittlerweile gibt es ein Warnsystem, das das Wachsen einer Wassertasche frühzeitig meldet. Can I see the pumps here? Darüber hinaus wurden Pumpen tief in den Gletscher eingegraben, die das Wasser abpumpen, bevor es eine kritische Menge erreicht hat. Zweimal in den letzten Jahren sprangen sie schon an.
Vor einigen Jahren hat Luc für uns einen Tauchgang in eine solche Poche d'eau organisiert. So sieht eine Wassertasche im Bauch eines Mont Blanc-Gletschers aus. Tauchen auf über 3000 Meter Höhe über dem Meer. Was diese Wassertaschen zusätzlich gefährlich macht, sie wandern im Bauch eines Gletschers in Richtung Tal. Ein halbes Menschenleben lang hat eine Wassertasche Zeit, um sich auf ihrem Weg nach unten zu füllen. Meistens entleert sie sich nach und nach, aber sie könnte eben auch schlagartig explodieren. Nicht nur die Unsichtbaren sehen, auch die, die man sehen kann, können im Klimawandel eine große Gefahr darstellen. Ein Beispiel fand ich in Grindelwald. Wo sich vor rund 200 Jahren noch Eismassen stauten, schießt heute ein Gletscherbach ins Tal. Dieser gewaltige Gletscherrückgang ist Ursache gleich mehrerer Probleme, vor denen die Gemeinde Grindelwald steht. Und ich sehe, der Wagen passt gerade rein. Für das eine Problem musste dieser rund 15 Millionen Franken teure Tunnel gebaut werden. Er ist ein Entwässerungsstollen, der 2 Kilometer steil bergauf führt, bis man zu einem sehr neuen Naturphänomen kommt, das für Grindelwald nicht ungefährlich ist. Hoch über der Stadt hat sich in den letzten Jahren in einer Senke ein See gebildet, der sich aus dem Wasser des schmelzenden Gletschers speist. Boah, das ist ja stark. Das ist ja irre. Da ist der See. Dieser Gletscher hat die letzten 150 Jahre sich enorm stark zurückgezogen. Vor 150 Jahren hat er noch diesen ganzen Talkessel gefüllt. Da war alles voller Eis. Wir wären hier mitten im Eis gestanden. Der ist über die Gletscherschlucht hinaus bis hinunter nach Grindelwald, hat man den gesehen, und hat den ganzen Talkessel gefüllt. So sieht er zwar ganz friedlich aus, aber in den letzten Jahren ist der Wasserspiegel immer wieder mal bedrohlich angestiegen. Die Großen haben gesagt, dass hier bis zu 10, 12 Millionen Kubikmeter Wasservolumen liegen könnte. Und wenn da natürlich etwas schnelle Entwässerung passiert oder auch ein Überschwappen über den Damm passiert, dann hätte das schon Konsequenzen für Grindelwald haben können. Also hat man sich überlegt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass dieses Seevolumen nicht unendlich groß werden kann, sondern dass es hier wie ein Überlaufstöpsel braucht, wo man das Seevolumen, das Menge an Wasser, die hier oben lagert, dass man die begrenzen kann. Ja, das Seevolumen begrenzen, also das stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor. Ist das denn für die Anwohner von Grindelwald schon mal richtig brenzlig geworden? Musste man da schon Angst haben? Ja, man musste mehrfach schon Sorge haben, dass was passiert. Also man muss sich einfach überlegen, wie schnell dieser Gletscher abschmelzt. Aber diese Prozesse sind immer so, wie man auch das gesehen hat, gerade unter Schwankungen. Mhm. Das heißt, plötzlich kriegt der See unheimlich Masse. Und wie der Kollege ja eben schon sagte, wenn das dann mal überschwappt, dann geht das durchs ganze Tal und kann Teile von Grindelwald wirklich zerstören. Und deswegen hat man ja auch diesen Tunnel gegraben, um eben zu verhindern, dass das passiert. So kann man das Wasser praktisch abführen. Aber die Leute leben mit dieser Sorge, ja. Du sahst da auch so ein bisschen überrascht aus, als du durch diesen Tunnel gefahren bist. Ja, ja. War das schon irgendwie für dich eine außergewöhnliche Erfahrung? Ja gut, ich bin ja nicht standardmäßig in solchen Tunneln. Also es war für mich schon lustig. Also da war vorne ein Verschlag. Ich wusste, da ist ein Tunnel. Dann fuhren wir mit diesem Auto da so lang. Sehr schön. Und dann kam man auf so einen kleinen Platz, wo wir das Auto mühsam wenden mussten. Es war nicht viel. Und dann gingst du nochmal steil hoch. Und ich hatte überhaupt völlig die Orientierung verloren, wo ich jetzt eigentlich bin. Mhm. Und ich hatte diesen See am Vortag bei einem anderen Dreh von oben aus gesehen und stand jetzt so hoch drüber. Und als der Kollege dann zu mir sagte, dass es schon Momente gegeben hat, wo dieser Einfüllstutzen, ihr habt ja gesehen, wie tief ich da schaute oder wir schauten, dann im Wasser war, da sieht man mal, welche unglaublichen Wassermassen da auch sein müssen. Ne? Und das ist das. Aber nun muss man ja so in den nächsten Jahrzehnten noch mit deutlich mehr Wassermassen und deutlich mehr Schmelzwasser rechnen. Reichen denn da diese Maßnahmen aus?
Sagen wir so, jede Gemeinde fängt dort in der Schweiz, und ich denke mal, das wird auch in Österreich passieren, dass die Leute dort in den Alpen sich einfach darüber klar werden, was das für Folgen haben kann. Jetzt ist natürlich jeder Gletscher strukturell anders. Also man kann Gletscher mit Gletscher nicht vergleichen, weil das Hauptsächliche ist natürlich, wie stark schmilzt er, also wie ist seine Ausrichtung, wie ist seine Lage, guckt er nach Süden, guckt er nach Norden, wo guckt er überhaupt hin, wie steil sind die entsprechenden Hänge, wie sind die Abflüsse gestaltet, welche Bäche, welches Volumen können die aufnehmen, was können sie nicht aufnehmen. Das heißt, man kann kein allgemeingültiges Konzept entwerfen und sagen, so, da ist Gletscher, da machen wir jetzt das, weil wir das überall machen. Sondern du musst individuell an jede Geschichte wieder neu rangehen. Du musst es geologisch beurteilen, meteorologisch beurteilen. Aber das Wissen, was oben drüber gestülpt ist, ist, die Erwärmung in den Alpen ist dramatisch, weil wir in den Alpen einfach, man muss sich überlegen, grundsätzlich erwärmt sich Land stärker als Wasser. Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität. Grundsätzlich hat der Alpenraum ganz viel Boden. Der ist eben nur schräg, also sehr viel Land, das sich erwärmt. Allein schon deswegen erwärmen sich die Alpen übermäßig. Und wenn du dann noch das Eis, den Gletscher wegnimmst, weil er wegtaut, erwärmt sich der dort frei gewordene Boden ja noch mal schneller. Das heißt, die Alpen sind potenziert gegenüber dem Flachland vom Klimawandel betroffen. Und das macht sie natürlich so labil und so empfindlich gegenüber diesen Veränderungen. Und ja, immer mehr Wasser, das ist das Risiko. Und ist denn in der Vergangenheit schon mal so eine Posto, so eine Wassertasche explodiert? Ja. Gab es das schon? Ja, das gab es. Und zwar, das war ja jetzt wiederum am Mont Blanc, das war ja nicht Grindelwald, sondern jetzt gucken wir noch mal zurück, weil das gerade in dem Film so schön beschrieben war, am Mont Blanc. Und da ist 1892, das ist ein Augenblick her, die älteren Zuschauer werden sich erinnern, da ist tatsächlich so eine Posto mal geplatzt. Mhm. Und da sind aber Millionen von Liter Wasser geschossartig aus 3000 Meter Höhe nach unten geraten. Und Zerstörungskraft, also da wurde ein ganzes Dorf quasi mehr oder weniger niedergemacht. Vom Erdboden war es quasi verschwunden. Es gab auch tragischerweise viele Tote. Die Leichen hat man nie wieder gefunden. Die sind in den Genfer See geschwemmt worden. Also wirklich dramatisch. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Du fragst einmal nach diesen Pumpen, ob du die sehen kannst. Und ja. Es gibt Pumpen, genau. Um das Wasser dann abzupumpen? Genau. Also normalerweise, also Poche-Dos haben ja, das Besondere ist, dass man sie von außen ja erstmal gar nicht sieht. Also ich kann nicht sagen, wo sind die eigentlich. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich mir das ganze Volumen angucke, kann ich mir natürlich ausrechnen, wo ist es wahrscheinlich, dass sowas vielleicht entsteht. Und da hat man dann Pumpen installiert, um eben eine Wiederholung eines solchen Vorgangs zu verhindern. Diese Pumpen können, und die sind auch zweimal angesprungen in den letzten... Hat er erzählt, genau. Hat er gerade erzählt, ich habe gerade sogar die Jahreszahl vergessen. Aber in diesen Jahren ist sie zweimal angesprungen und hat es eben dafür gesorgt, dass Wasser vorher rausgenommen wurde, um diese Explosion zu verhindern. Meistens ist es, das muss man auch sagen, bei Poche-Dos so, dass das Wasser langsam irgendwo auf anderen Wegen wieder abfließt und diese Gefahr nicht besteht. Aber wenn sie da ist, ist sie unglaublich kräftig, und da man eben nicht weiß, wo die Poche-Dos ist, weiß man auch nicht genau, wo es passiert. Gibt es dieses Phänomen dieser Wassertaschen auch noch an anderen Gebirgen, außer jetzt in Mont Blanc? Also jeder Gletscher prinzipiell kann ja durch das Schmelzwasser, und das ist eben auch, wenn die Beschleunigung des Schmelzens passiert und immer mehr Wasser dann durch diese Spalten ins Innere des Gletschers gerät, und eben weil die Temperaturen tatsächlich nur knapp unter dem Gefrierpunkt liegen, bleibt es dann tatsächlich oft Wasser, haben wir es tatsächlich damit zu tun, dass es in allen Gletschern eigentlich vorkommen kann. Also, die Gletscher schwinden, das dürfte ja inzwischen weitreichend bekannt sein. Und das hat eben Folgen sowohl für die Natur als auch für die Menschen vor Ort. Marian und Hans-Röhr, die Burgener, bringen mich zu einem Ort, an dem man sehen kann, wie atemberaubend schnell der klimabedingte Gletscherrückgang die Landschaft verändert. Selbst wenn sie aus Stein ist. Dieses Foto zeigt die Stiereckhütte direkt oberhalb des Gletschersees. Im Dezember 2003 beschließen die Burgeners, die Hütte zu pachten. Doch was dann passierte und vor allem wie schnell, das überraschte selbst Geologen. Wo man heute in einen Abgrund blickt, war früher eine Alm und ihre Hütte. Man muss sich vorstellen, das war eine riesen Wiese, also die war vielleicht 150 Meter lang, und da stand die Hütte mitten drauf. Und man hat gerechnet, dass das also ein Zeithorizont vielleicht von 10 Jahren oder so, dass etwas passieren könnte, nicht, oder so. Aber dass das so schnell geht, hat eigentlich
wirklich die wenigsten Leute gerechnet oder fast niemand. Was war passiert? Überall im Boden zeigten sich ab 2004 Risse. Die Kante der Alm begann rasant abzubröckeln. Der Abgrund bewegte sich in atemberaubender Geschwindigkeit auf die Hütte zu, bis sie schließlich zu einem Drittel in der Luft hing. Schlussendlich war man auch froh, dass man eben richtig entschieden hat und gesagt, dass wir es der Natur überlassen. Wir rissen hier weg. Die Natur ist stärker als wir. Aber wie schnell Prozesse plötzlich passieren können. Mhm. Das ist also es ist extrem. Also wenn man jetzt das da nimmt, nur die Ansicht von der Hütte. So. Das ist hier, das muss man sich immer vorstellen. Das war da hinten. Und wenn wir jetzt hier rüber schauen, wie viel mehr Gletscher, also ja, hier hinten, wo jetzt nichts mehr ist, wo jetzt noch der große Bach runterkommt, war alles noch mit Gletscher besetzt. Und jetzt, ja, jetzt ist oben noch so ein Rest, ja, Eis und die Gletscher unten ist alles weg. Nicht? Das Ende. Im Sommer 2005 wurde die Hütte kontrolliert abgebrannt. Nur 1,5 Jahre nach der Entscheidung der Burgeners, die Hütte zu pachten. Das zeigt, wenn sich ein Gletscher erst einmal zurückgezogen hat, verändert sich die Landschaft darum herum im Eiltempo. Ja, Sven, die Vorhersagen sind ja schon immer schlimm, was den Klimawandel betrifft. Aber offenbar sind dann selbst die Experten immer wieder überrascht und müssen neu berechnen oder justieren. Ja. Es geht alles noch viel schneller, als man annimmt. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist eben dieses große Problem. Man hat ein großes Zeitfenster und kann auch, sagen wir mal, jetzt in dem Gelände beispielsweise, man hätte zig Messpunkte irgendwie platzieren müssen, um überhaupt rausfinden zu können, welche Bewegungen da schon passieren. Man hat damit gar nicht gerechnet und hat dann eigentlich erst diese Risse, die man ja da eben eindrücklich gesehen hat, gespürt, oha, hier passiert jetzt was unheimlich schnell. Und wie man sich das immer so vorstellen kann, wenn irgendwas aneinander hängt, dann hält es. Aber wenn es mal richtig anfängt wegzubrechen, dann kann das unheimlich schnell passieren. Und das ist wohl auch etwas, wo die Geologen dann auch immer wieder sagen, oh, war schnell. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist eben dieses Zeitfenster unheimlich schlecht einzugrenzen. Was man aber prinzipiell sagen kann natürlich ist, dass sobald der Gletscher sich zurückzieht und damit sich das Eis, das ja auch den Fels bindet, zurückzieht, dass wir dann eine ganz andere Zusammensetzung erhalten und dann Instabilitäten entstehen können. Das heißt, da muss man hingehen beobachten. Die normalen Gletscherbewegungen waren ja immer Vorstoß, Rückzug. Mhm. Heißt das, dass dieses Hin und Her gibt es nicht mehr, es gibt jetzt nur noch Rückzug? Also das ist natürlich immer eine Frage, welche Zeitskala ich jetzt anlege. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt in die nächsten 50.000 Jahre gucke, weiß ich es nicht. Also vielleicht gibt es ja mal wieder eine Eiszeit. Also wir leben ja, das ist ja interessant, wir leben ja seit 2 Millionen Jahren eigentlich erst in einer Eiszeit. Die Erdgeschichte ist hauptsächlich ohne Eis abgelaufen. Mhm. Seit 2 Millionen Jahren leben wir in einer Eiszeit, die immer besteht aus Glazialen und Interglazialen. Also Glazial ist Kaltphase und Interglazial ist Warmphase, da sind wir jetzt. Normalerweise würden wir ganz langsam wieder in eine Abkühlung, das ist aber irgendwo zwischen 6.000 und 55.000 Jahren, würde aus verschiedenen Gründen, das sind die sogenannten Erdbahnparameter oder Milankovitch-Zyklen, würde dann wieder eine Abkühlung passieren, die uns eher Richtung Eiszeit treibt. Jetzt haben wir aber tatsächlich, wie man so schön sagt, das Anthropozän, also wir Menschen wirken uns aus und zwar massiv. Unser Klima springt derzeit förmlich nach oben. Das ist auch der Unterschied dieses Klimawandels zu anderen. Es geht einfach global viel schneller. So schwungvoll haben wir das noch nie gehabt. Das ist auch einer der Nachweise, warum wir Menschen als zusätzlicher physikalischer Antrieb da drin stecken. Und diese Erwärmung führt dazu, dass man jetzt, sagen wir mal, in den nächsten 50 oder 100 Jahren natürlich nicht mehr zwingend sagen kann, da werden wir wieder die Welle machen, sondern jetzt haben wir mal für unseren Lebenshorizont wirklich nur eine Richtung. Also immer da, wo der Gletscher schmilzt, da wird ja der Fels unten drunter dann früher oder später irgendwie instabil. Richtig. Und kommt dann auch ins Rutschen. Nun werden ja in der Schweiz bereits Siedlungen zurückgebaut, vorsichtshalber. Und Menschen müssen ihre Häuser tatsächlich für immer verlassen. Ist natürlich auch alles tragisch. Man muss die Leute umsiedeln. Was glaubst du, wie wird das Leben in den Bergen, sagen wir mal, in 50 Jahren aussehen? Es ist immer unheimlich schwer, so zu spekulieren, weil es gibt einfach so viele Punkte, die sich vielleicht auch deswegen anders entwickeln, weil, sagen wir mal, wir eine technische Errungenschaft doch hinbekommen, die entweder Anpassung an den Klimawandel leichter ermöglicht oder dass wir tatsächlich, auch wenn es kaum zu glauben erscheint, vielleicht bei der Emissionskontrolle besser werden und wirklich was reduzieren. Insofern ist das immer so nur linear gedacht. Aber was natürlich klar ist, wenn die Erwärmung zunächst mal, wenn wir sie mal linear weiterdenken,
und dem folgen, was man jetzt erwarten kann, nämlich dass in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren wieder um 1 bis 2 Grad, sagen wir mal 40 Jahren, 1-2 Grad so vom Horizont in den Alpen weiter nach oben geht, dann kann man sich vorstellen, dass die Gletscher immer schneller abschmelzen. Und dann muss ich natürlich A, diese Gefahren sehen. Dann muss ich aber auch B, sehen, dass irgendwann der Gletscher einmal weg ist. Das heißt, die Versorgung mit Wasser durch die Gletscher, nicht nur direkt vor Ort, wo Menschen davon abhängen, sondern auch, wenn ich jetzt mal die Flüsse in Deutschland mir überlege, die ja von den Gletschern in der Schweiz gespeist werden. Das heißt, es kann passieren, dass Flusspegel auch bei uns viel schwankender werden, weil der regelmäßige Fluss aus den Gletschern nicht ist. Ich muss mir in den Alpen auch vorstellen, das hat man jetzt unlängst gesehen, als diese Unwetter gewesen sind im Norden Italiens, rüber Richtung, also das war ja Südtirol, aber dann auch Süden Österreichs, Süden der Schweiz, wo einfach tagelang von Süden die Feuchtigkeit gegengedrückt wurde. Und dann haben wir das Thema Murenabgänge. Die Murenabgänge sind ein ganz großes Problem für das alpine Leben, weil einfach, wenn zu viel Wasser an dieselbe Stelle kommt, dann die Böden ins Rutschen geraten, sich praktisch von dem Fels da unten trennen und dann fährt alles samt Pflanzen, samt Bäumen mit runter. Und da liegen natürlich auch irre Gefahren. Und das ist übrigens noch, wenn ich einen Satz sagen darf, man muss sich mal überlegen, die Klimaforschung, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Klimaforschung hat jetzt im Grunde genommen vor 20, 30 Jahren, wenn ihr mal heute in alte Zeitungen guckt, um 1990 rum, die Klimaforschung hat uns diese Wetterentwicklung vorhergesagt, die wir heute erleben. Das ist ja auch ein gutes Zeugnis an die Klimaforschung, weil das zeigt ja, also man, es ist unwahrscheinlich, dass man nichts versteht, nichts rechnen kann und dann das richtige Ergebnis bekommt. Das heißt, wir haben sehr viel Verständnis physikalisches für diese Prozesse schon. Und wir sollten auch danach handeln, wenn wir so viel verstanden haben. Von den Veränderungen des Klimas sind natürlich auch die Pflanzen betroffen. Und da ist einiges in Bewegung, wie du selber ja auch in Südtirol erfahren konntest. Ja. Mein Ziel? Dieser unscheinbare Steinhaufen, der Monte Schutto, auf knapp 2900 Metern. Dort arbeiten Lena Niklas und Martin Malaun, zwei Biologen von der Uni Innsbruck. Sie sind Teil des Gloria-Projekts, bei dem weltweit Berggipfel beobachtet werden, um festzustellen, wie sich die Artenvielfalt unter dem Einfluss des Klimawandels ändert. Servus ihr beiden. Hallo Lena, hallo Martin, grüßt hallo. Euch. Hallo Sven. Boah, das ist ja eine Wanderschaft. Also, wenn ich hier mich so umgucke, würde ich im ersten Moment ja sagen, sehr viel sehe ich ja nicht. Aber das ist jetzt euer Untersuchungsgebiet und da schaut ihr die Pflanzen an, oder? Das ist eine dieser Dauerflächen, die wir seit 2001 betreuen. Und also wirklich der Rahmen, man muss sich vorstellen, der liegt Zentimeter genau gleich, wie er 2001, 2006 immer schon gelegen ist. Auf dieser Halbwüste Monte Schutto. Fanden wir 2001 bei der Erstaufnahme 33 Arten höherer Pflanzen. Also wir nehmen keine Algen oder sowas auf, sondern nur Blütenpflanzen und Farne. Und bei der letzten großen Aufnahme im Jahr 2015 fanden wir 54 Arten. Das heißt, eine Zunahme um 64% in einem relativ kurzen Zeitraum, muss man sagen. Einerseits und andererseits in einem Standort, der ja vom Menschen völlig unbeeinflusst ist. Und wir haben gerade hier in den Dolomiten und gerade auf diesem Gipfel mehrere Arten, also sogenannte Endemiten, die nur in sehr, sehr begrenzten Gebiet vorkommen. Zum Beispiel hier ist ein Facchinis Steinbrech. Das ist eine Pflanze, die kommt nur in wenigen Dolomitenmassiven in der allerhöchsten Höhenstufe vor. Und die Art wächst ja nicht hier, weil sie so sexy findet, dass es hier so kalt ist und 9 Monate Schnee und so weiter, sondern die lebt hier, weil sie mit Konkurrenz nicht klarkommt. Das heißt, die mag keine Nachbarn. Okay. Das heißt, in einem anderen Worten, ja genau, wenn zum Beispiel hier dieses Alpenrispengras, das auch schon lange vor Ort ist, ja, das ist eine Art, die sehr anpassungsfähig ist. Und wenn diese Art zum Beispiel jetzt mehr bedeckt und in Konkurrenz zum Facchinis Steinbrech tritt, dann wird diese Art den kürzeren ziehen. Ja, den kürzeren ziehen. Das heißt, diese Art wird letztlich dann aussterben, oder? Genau, also das ist genau der Punkt. Also man hat jetzt erstmal diese Wahrnehmung, wow, da ist eine Region, die plötzlich viel, sagen wir mal, grüner wird. Facchinis Steinbrech, mittlerweile meine absolute Lieblingspflanze geworden. Jedes Mal, wenn ich in die Alpen gelaufen bin, danach habe ich nach Facchinis Steinbrech. Das ist schon so ein schöner Name, da muss ich auch danach suchen. Ja, allein schon Steinbrech, das klingt ein bisschen furios. Und dann dieses zärtliche Pflänzchen, nicht?
Und eben, jetzt hat man das Gefühl, das sagte der Martin Malaun ja auch gerade, dass das plötzlich also 64% mehr Bewuchs in der Region ist. Dann würde man sich ja automatisch anfangen zu freuen, ja, Klimawandel ist das Beste, was uns passieren kann. Und das ist genau der Punkt, der nicht gilt. Denn in dem Moment, wo eine solche Pflanze wie Fakini Steinbrech Konkurrenz bekommt von anderen Pflanzen, die kommen ja nach, wird genau diese Pflanze aussterben, weil sie Konkurrenz nicht erträgt. Und das ist das Riesenproblem. Also wir haben, kriegen dann irgendwann so eine Vegetationsschlacht an der Stelle. Mhm. Und dann werden wir ein Aussterben erleben. Gut, aber man könnte ja dann sagen, dafür kommen andere Pflanzen. Die sind ja vielleicht auch gut. Das gilt ganz grundsätzlich, nicht? Die Frage ist nur, das ist auch eine moralische Grundfrage, nicht? Wir Menschen, sind wir jetzt die, die wir durch unseren gemachten Klimawandel zu bestimmen haben, welche Pflanze, welches Tier, welcher Mensch leben darf, ne? Die Frage könntest du so bis zum Ende kolportieren und dann kriegst du relativ schnell ein Problem. Dadurch bleibt es für mich immer wieder richtig, möglichst den Klimawandel zu vermeiden, weil er viele negative Folgen hat. Aber an dieser Stelle ist es richtig, Pflanzen können getauscht werden durch andere Pflanzen. Das ist in den Vegetationszonen ja auch üblich. Du hast in verschiedenen Regionen verschiedene Pflanzen und die wandern ja quasi, wenn man so will. Mhm. Wenn sich diese klimatischen Zonen innerhalb der Alpen verschieben, was hat das dann für unser Wetter hier in Deutschland für Konsequenzen? Wenn sich die klimatischen Zonen verschieben, du meinst also jetzt, wenn der Alpenraum letztendlich wärmer wird? Absolut. Dann haben wir natürlich zunächst mal in den Alpen unmittelbare Veränderungen. Klar. Bei uns selber würde jetzt, sagen wir mal, das Erwärmen der Alpen, wenn wir jetzt an das deutsche Wetter denken, keine unmittelbare Folge haben. Nur weil wir natürlich in der Zone sind, wo es sich insgesamt miterwärmt. Und weil wir in der Zone sind, wo die Hochs und Tiefs langsamer werden, müssen wir natürlich eigentlich das fortsetzen, was wir 2018, 2019 schon erlebt haben. Die große Dürre 2018, die Hitzewelle 2019, die alles schlug. Die zunehmende Häufigkeit von Hitzerekorden, die zunehmende Häufigkeit, und zwar statistisch signifikant und nicht nur gefühlt, sondern wirklich nachweislich jetzt außerhalb der normalen Schwankungsbreite. Die Häufigkeit der Niederschläge dann wieder im Kontrast zur Trockenheit. Das würde die Alpen betreffen, übermäßig stark, aber natürlich auch uns. Aber da ist jetzt nicht unbedingt der Link, dass die Alpen dann noch mal zusätzlich unser Wetter verändern. Also der Klimawandel wird ja auch dann immer in Frage gestellt, wenn es besonders schneereiche, opulente Winter gab. Gab es ja auch in letzter Zeit. Das heißt, ist jetzt eventuell doch nicht alles so schlimm? Anfang 2018. Berge von Schnee. Ski und Rodel exzellent. Endlich wieder ein Winter so wie früher. Als ob die ganze Diskussion über den Klimawandel nur ein Gespenst war. Traumhafter Pulverschnee, strahlende Liftbetreiber und glückliche Familien aus der ganzen Welt. Auf den Gletschern des Glacier 3000 in der Schweiz ist die Stimmung im Frühjahr 2018 euphorisch, selbst unter Wissenschaftlern. Das Team um den Gletscherfachmann Matthias Huss von der ETH Zürich fühlt zweimal im Jahr den Puls seiner gigantischen Patienten. Jetzt im Frühjahr und später noch einmal im Herbst, wenn die nächste Skisaison beginnt. Wie viel Schnee ist im Winter dazugekommen und wie dick ist damit die schützende Decke über dem kostbaren Eis? Je mehr Schnee, desto besser geht es dem Gletscher darunter. Heute, am 25. April 2018, geht es ihm so prächtig wie seit langem nicht mehr. Mehr als 5 Meter Schnee ist im Winter gefallen. Dicht und schwer. Wir haben bis jetzt auf etwa 7 Gletschern in der Schweiz Messungen, diese Schneewasseräquivalenz gemacht. Und das hat gezeigt, dass wir im Jahr 2018 deutlich überdurchschnittliche Schneehöhen haben. Sie sind nicht überall in der Schweiz so überdurchschnittlich wie in dieser Region. Es sieht danach aus, wie wir hier wirklich sehr stark überdurchschnittliche Schneehöhen haben, vielleicht 50% mehr als in einem normalen Jahr. Mitte September. Ein zweites Mal schaut Gletscherfachmann Matthias Huss mit seinen Leuten auf dem Glacier 3000 nach dem Rechten. Im April war er wegen der enormen Schneemenge noch begeistert gewesen. Und jetzt?
Es kracht, es zischt, wenn die Wissenschaftler zu ihrer Messstelle gehen. Kein gutes Zeichen. Die Forscher laufen heute auf dem Kadaver des Gletschers. All die ungeheuren Mengen Schnee, die ihn schützen sollten, in einem Sommer verschwunden. Wenn man sich das vorstellt, 5 Meter Schnee auf 3000 Meter, dass das in einem Sommer wegschmelzen kann, das hätten wir nicht für möglich gehalten. 5 Meter Schnee sind im Sommer 2018 geschmolzen, dazu 1,30 Meter Gletschereis. Es ist ein ständiger Verlust und es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Für seine traurigen Besuche auf den geliebten Gletschern fällt Matthias Huss nur ein Begriff ein. Sterbebegleitung. Tja, das ist schon bitter, ne? Also die Bilder und also, weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist das eben, wo Klimawandel wirklich fühlbar wird, wo er haptisch wird, was auch, glaube ich, der Grund ist, warum die menschliche Gesellschaft jetzt immer mehr über das Thema natürlich diskutiert. Wir fühlen plötzlich was, wir spüren diese Veränderungen, auch wenn man diese Bilder jetzt sieht. Das ist ja genau der Punkt, warum, und das fand ich auch in diesem Bericht sehr gut rausgearbeitet, warum man über einen langen Zeitraum schauen muss. Es macht keinen Sinn, plötzlich nach einem Winter, der natürlich mal schneereich sein kann, auch in Zukunft, auch in einer noch wärmeren Welt, vielleicht fallen auch mal 7 Meter Schnee in einem Winter, weil die Strömung tagelang auf Nord bleibt und es gegen die Alpen drückt. Nicht? Also nochmal als Erinnerung den Januar 2019. So, aber dann habe ich durch die gesamthaft stattfindende Erwärmung, wenn dann nämlich, nachdem das Tief stehen blieb, auch das nächste Hoch stehen blieb wie 2018, habe ich so viel Energie da drin, dass mir eben diese 5 oder sogar mehr Meter verschwinden können und in Summe das Ganze zurückgeht. Deswegen bleibt es beim Klima ausschließlich intelligent, lange Zeiträume und Trends anzugucken und dabei natürlich zu wissen, dass kurzfristige Schwankungen ganz normal sind. Die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Nur damals, wenn man eine Linie eher geradeaus hat, schwankt es um diese geradeausgehende Linie. Wenn die jetzt nach unten geht, schwankt es halt um die runtergehende Linie. Aber den Trend, den haben wir eindeutig und der heißt Gletschersterben. Ja, tragischerweise. Also du hast dich dann Anfang 2018, als dieser harte Winter war, nicht von dieser Euphorie anstecken lassen? Nein, überhaupt nicht. Warst du skeptisch? Ja, komplett skeptisch, weil es eben genau um dieses lange angucken geht. Ne? Einfach lange Trends gucken, sich natürlich freuen. Also natürlich freue ich mich auch, wenn da 5 Meter Schnee fallen, weil ich weiß, das ist besser, als wenn das nicht gefallen wäre. Mhm. Und dann der Sommer 2018 ohne vorherigen Schnee stattgefunden hätte, denn dann hätten wir noch mehr davon. Aber man weiß ja nie, wie das nächste Jahr läuft. Und das ist vielleicht nochmal der Kernpunkt. Die Variabilität des Wettergeschehens, die wird zunehmen und das wird das Wetter extremer machen. Variabilität will heißen, mehr Regen an einer Stelle zu einem dicht gedrängten Zeitpunkt versus mehr und längere Trockenheit und Wärme möglicherweise am selben Ort zum nächsten Zeitpunkt. Also die Variabilität nimmt zu durch das langsamere Ziehen des Tiefs und des Hochs. Aber du hast gerade gesagt, wäre noch schlimmer gewesen, wenn da nicht 7 Meter drauf gewesen wären, sondern nur 1 Meter. Das heißt, starke, kräftige Winter können wenigstens einen Aufschub uns gewähren? Ja, aber wirklich nur kurz. Ne? Also das ist einfach für den langen Trend hat das überhaupt keine Wirkung. Wir können mal erleben, dass es in einem Winter dann irgendwie besser ist und das ist gut. Wir können vielleicht auch was daraus lernen, wie wir beispielsweise den Schnee besser konservieren können. Das könnte eine Idee sein, um den einfach nicht zu verlieren in Form von Wasser durch den Sommer und damit den Gletscher zu erhalten. Aber ganz grundsätzlich ist das wirklich ein, Verzeihung für das Wort, aber ein Fliegenschiss. Ja, also langfristig bleibt der Trend erstmal bei der Erwärmung, die wir jetzt haben. Und langfristig, gibst du mir noch mal das Stichwort, erklär noch mal ganz kurz Unterschied Klima und Wetter. Klima und Wetter, also Klima ist einfach das 30-jährige Mittel. Also Klima ist im Grunde die Statistik des Wetters. Und Wetter ist das täglich schwankende Geschehen. Also im Grunde ist es wie beim, wenn man an die Börse geht, nicht? Und guckt sich den berühmten DAX an oder was auch immer man sich da für Kurven angucken will. Dann habe ich eine lange Trendlinie, beispielsweise eine Börse in einem Bullenmarkt, nicht? Wo das hochgeht. Und dann habe ich aber die tägliche Schwankung. Und deswegen ist auch kein Widerspruch, dass bei einer steigenden, grundsätzlich steigenden Börse vielleicht mal einen Tag zwischendurch aus Konsolidierungsgründen die Kurse fallen. Den langen Trend muss man schauen. Also nochmal, Wetter, das tägliche Geschehen, Klima, die Statistik des Wetters, das langjährige Mittel. Das kann ich an einem Ort betrachten, über eine Fläche betrachten. Ich kann Baden-Württemberg nehmen, Deutschland, Europa oder die ganze Welt. Und dann ist es das globale Klima.
Also die Gletscher schmelzen, die dauerhaft gefrorenen Böden, die Permafrostböden, die tauen so langsam auf. Und wie es aktuell um die Permafrostböden bestellt ist, kann man an einem ganz bestimmten Punkt in Deutschland sich angucken oder messen, nämlich an der Zugspitze. Im Berginneren geht es etwa einen Kilometer nach oben, bis man an den eigentlichen Forschungsstollen gelangt. Jetzt kommt der große Durchgang. Gell? Jetzt kommt der, genau. Hier drinnen hinkt die Höchsttemperatur ein halbes Jahr hinterher. Das heißt, im Januar ist es im Stollen am wärmsten. Von diesen Messfühlern haben wir hier vielleicht insgesamt 25 so Sensoren. Und der ist jetzt genau 10 Meter von der Nordwand weg. Und misst Temperatur. Und der misst die Temperatur jede Stunde. Und dieser Logger ist eigentlich noch nie aufgetaut, seit wir den vor 10 Jahren installiert haben. Und wir sehen jetzt hier auch an diesem Eis, was so über die Felsen rinnt, dass es in diesem Sommer 2018 das erste Mal bis hierher aufgetaut ist, bis knapp davor. Und wir hatten noch keinem, also es ging schon 6-7 Meter und dieses Jahr sind wir wirklich bis fast 10 Meter vom Auftauen her gekommen. Heiße Sommer wie 2018 wirken sich also auch weit im Berg drinnen dramatisch aus. Die Auftauzone wandert nach innen. Das zeigt auch eine andere Messmethode. Mit solchen Nägeln wird festgestellt, wie groß die Eismasse im Fels ist. Wir leiten Strom und wir schauen, wo leitet der Fels gut und wo leitet er nicht so gut. Und da, wo er gefroren ist, da leitet er deutlich schlechter. Noch glitzert es im größten Teil des Stollens. Das Eis ist hier noch nie aufgetaut, sonst hätten sich Eiszapfen gebildet. Doch das könnte sich schnell ändern. Das zeigt der Blick auf die Temperaturen, die seit Jahrzehnten auf dem Gipfel gemessen werden. Hier kann man den Klimawandel wirklich mal sehen. In den Jahrestemperaturen hatten wir immer minus 5 Grad bis in die 80er Jahre. Als Durchschnittswert über alle Monate? Als Durchschnitt über alle Monate. Und dann ging es auf minus 4, eigentlich ziemlich, also 1 Grad Erwärmung. Und am deutlichsten sieht man es natürlich hier im Sommer. Wenn diese Linie der Durchschnitt ist, dann haben wir seit den 90er extrem warme Sommer dabei. Und dann verlieren wir viel von dem gefrorenen Felsen. Ja, 1 Grad im globalen Mittel weniger hört sich erstmal wenig an. Warum ist es nicht wenig? Weil es viel ist, wäre die erste Antwort. Und das zweite wäre ein Beispiel. Ich versuche das immer aufzumachen, indem man sich mal in die Eiszeit zurückversetzt. Also in das letzte Glazial, also die letzte Kaltphase der Eiszeit, in der wir uns befinden. Und da war es tatsächlich 4 Grad global kälter. Jetzt versucht euch aber noch mal die Welt zur Eiszeit vorzustellen. Die Alpen, 3000 Meter hohe Gletscher, nur die Gipfel schauten raus. So wie wenn man heute über Grönland fliegt, sieht man die Alpen von vor 11.000 Jahren. Das sieht genauso aus. Skandinavien, 2-3 Kilometer hohe Eisschichten. Bei uns eine völlig andere Vegetation. Viele Teile Deutschlands unter über 1000 Meter dicken Eisbergen verborgen. Das ist 4 Grad kälter. So, und diese 4 Grad haben sich verändert in 11.000 Jahren zum heutigen Status. Und 4 in 11.000 versus 1 in 100. An der Stelle wird das optisch größer und wird es auch von der Geschwindigkeit größer. Und wenn wir jetzt der Klimaforschung folgen, die da sagt, wenn wir nichts tun, also einfach ungefähr das tun, was wir weltweit tragischerweise jetzt tun, nämlich fast nichts gegen den Klimawandel, dann kommen wir bis zum Ende des Jahrhunderts wieder auf 4. Das heißt, wir haben 4 in 11.000 gegen 4 in 100. Und wenn 4 Grad kälter eine ganz andere Welt ist als die heutige, ja, dann ist natürlich eine 4 Grad wärmere Welt auch 110 Mal so schnell sich erwärmend. Auch eine ganz andere Welt. Also 1 Grad darf man nicht unterschätzen. Gab es auch schon mal eine 4 Grad wärmere Welt? Ja, selbstverständlich. Also zurzeit, wenn man sich umschaut, wie gesagt, 96% der Erdgeschichte, das sind 4,6 Milliarden Jahre in Summe, waren ohne Eis. Und zur Zeit der Dinosaurier gab es wohl Phasen, wo die Erdmitteltemperatur, die ja heute bei 14, 15 Grad liegt, irgendwo dazwischen liegen wir, die betrug damals, lag die bei Werten zwischen wahrscheinlich 20 und 24 Grad. Also die Welt selber
die kann schon was ganz anderes aushalten. Würden wir jetzt aber zurück mit einer Zeitmaschine in die Zeit der Dinosaurier, dann steigst du aus deiner Zeitmaschine aus und fällst gerade schon um, weil du das Ganze gar nicht atmen kannst, was so da ist. Mhm. Das heißt, die Bedingungen sind dann so anders. Wir müssen immer schauen, der Klimawandel in dieser Kürze hat ja eine Bedeutung dafür, dass Flora, Fauna und auch wir Menschen uns unter bestimmten Bedingungen hier angesiedelt haben. Und je schneller sich diese Bedingungen verändern, desto schwieriger ist es für uns, die wir jetzt aus diesen Bedingungen herauskommen, uns an die anderen zu gewöhnen. Dem Planeten ist es völlig egal. In 2 Milliarden Jahren wird die Temperatur wahrscheinlich wieder 30 und dann später sogar 100 Grad betragen. Dann werden die Kontinente sich wieder verflüssigen und irgendwann wird die Erde von der Sonne geschluckt. Also ganz lange Zeiträume ergeben ein völlig anderes Bild. Mhm. Deswegen müssen wir uns auf unseren Zeitraum konzentrieren und deswegen hat der Klimawandel diese Bedeutung. Mhm. Also bleiben wir mal bei diesem kurzen Zeitraum für uns, der relevant ist. Und da gibt es düstere Aussichten. Und da versucht natürlich jetzt manch einer mit kreativen Ideen etwas zu tun. Und beispielsweise der Glaziologe Felix Keller hat da eine interessante Idee gehabt. Geht's, Herr Keller? Hallo. Geht's Sie wohl? Ich hab gerade draußen schon gedacht, das klingt doch nach Geige. Mit diesem Eispalast und Konzerten erregt er Aufmerksamkeit für ein ungewöhnliches Vorhaben. Er ist überzeugt, dass man Gletscher wieder zum Wachsen bringen kann. Und zwar genauso wie dieses merkwürdig anmutende Gebilde aus Eis. Eine sogenannte Eisstupa. Und so entsteht sie. Den ganzen Winter über wird ein Gerüst mit Wasser bespritzt. Die Eisschicht wächst so stetig in den Engadiner Himmel. Ja, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass im Moment der Martaracgletscher rund 15.000 solche Eisstupas pro Jahr verliert. 15.000 von diesen Teilen? Ja, genau, kann man sich fast nicht vorstellen. Ja. Um ihn geht es, den Martaracgletscher. Ein ausgiebiger Sommerschneefall im Jahr 2000 sorgte für eine Überraschung. Allein diese Schneedecke schien den Gletscher zu schützen. Er verlor deutlich weniger Eis als zuvor. Die Idee? Der Martaracgletscher sollte nun jeden Sommer eine Schutzdecke erhalten. Nur, wie sollte das gehen? Und unsere Idee ist eigentlich ganz simpel. Wir behalten im Sommer das Schmelzwasser oben und gefrieren es im Winter wieder. Felix erklärt mir, wie das Schmelzwasser im Sommer in einem See gesammelt wird und in kalten Nächten 200 Höhenmeter nach unten gebracht wird. Dort wird es dann mit einer Schneekanonentechnik in Schnee verwandelt. Die Anlage arbeitet nur mit dem Wasserdruck, also ohne weitere Energiezufuhr. Der Gletscher bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 90 Meter pro Jahr unten durch und das wird nach unten transportiert. Und das sind dann insgesamt so schätzungsweise etwa 50 bis 70 Millionen Tonnen mehr Eis. Und das ist natürlich ein ziemlich wichtiger Süßwasserspeicher, den unsere Kinder einmal brauchen können. Durch die Schutzdecke aus Schnee könnte der Trend umgedreht werden, hat Felix Keller errechnet. Um 500 Meter könnte der Martaracgletscher wieder wachsen, bis zum Jahr 2040. Tja, Sven, vielleicht zum Schluss noch mal schnell deine Einschätzung. Was hältst du von der Idee? Toll. Also dieser Felix Keller, ein ganz faszinierender Mensch, der da Energie reinsteckt, eine gute Idee hat, Natur mit Natur verbessern im Grunde genommen und dadurch einen Gletscher schützen. Man muss aber auch dazu sagen, für diesen Gletscher kann das sehr gut sein. Andere Gletscher, die anders aussehen, können andere Bedingungen vorfinden. Also man kann das jetzt nicht auf alle Gletscher erweitern, aber tolle Idee. Dann hoffen wir, dass diese gesamte Sendung als ein Appell verstanden wird. Und vielen Dank, dass du uns die Zusammenhänge erklärt hast. Sehr, sehr gerne. Und es war mir. Wir freuen uns. Ein Vergnügen, wolltest du sagen. Das wollte uns ich auch. Sagen. Uns auch. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit Dankeschön. Weiteren neuen Erkenntnissen. Sehr, Danke sehr gerne. Danke für dein Kommen und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.